So, ich hätte schon auch gerne Millionen. Das fände ich schon schön. Ich habe auch neulich bei McDonald's Monopoly mitgemacht. Und da stand dann so immer dran, Gewinnchance von 100.000 Euro. Und ich habe leider nicht gewonnen, aber ich hätte es schon schön gefunden, wenn ich das gewonnen hätte. Okay, was hier? Was geht hier los? Aha. Das ist wieder die gleiche Höhle jetzt aber. Wieder ein anderer Zugang oder wie? Okay. Maoik-Zugschrein. Im Sumpf von René. Die haben ein Rätsel für 1 Million Euro Schatzsuche gepostet. Ja, cool. Die haben theoretisch ein One Piece gepostet. Papa Platte hat es mit seiner Community gelöst. Und heute Abend sollte man es an einer bestimmten Koordinate abholen. Der wohnte 10 Minuten vom Ort entfernt, hat beim Gewinn gesagt, dass er aus dem Stream von ihm kam. Und dann hat der eine das alles eingesagt? Okay, wie war das gedacht? Wollten die das in der Community alle teilen oder hätte nur Papa Platte das bekommen sollen? Wie war das gedacht? Und warum ist das hier ein Segensschrein? Ich habe nichts dafür gemacht. Wenn du das Rätsel löst, bekommst du die Lösungskoordinaten. Und da ist dann wohl einfach ein Zuschauer hin, statt Papa Platte selbst. Okay. Aber wie bekommst du die Lösungskoordinaten? Also sind die dann im Rätsel drin? Oder senden die Joko und Klaas? Alter, ich will das auch lösen. Ich bin ein guter Rätsellöser. Lasst mich das machen. Aus dem Rätsel, ja, okay. Und jetzt, also darf der das jetzt allein behalten? Das kann ja nicht wirklich rechtens sein, oder? Was war das für ein Rätsel? Wisst ihr das? Waren das schwere Rätsel? Vermutlich schon. War aber in Dresden. Na und? Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für eine Million würde ich schon nach Dresden fahren. Das, ja. Ich glaube, das wäre drin. Er ist eigentlich hier gestorben für ein riesiger Drache. Diesen Fossil, Gigant, was auch immer. Okay. Also, wir waren auf dem Weg zu den Zoras, tatsächlich. Da ist ein sehr auffälliger Stein. Ich glaube nach wie vor nicht, dass der Apollo zufällig war. Meint ihr, das war gestellt? Naja, wenn der gewinnt, der es abholt, ist es eben so, nur nicht ganz fair. Nicht ganz fair? Das war überhaupt nicht fair. Vermutlich hat der nicht mal was dazu beigetragen. Zum Rätsel. Das sind doch immer die. Die Pappnasen. Dann wäre der Zuschauer, der 10 Minuten von weg wohnt, aber trotzdem schneller gewesen. Bei mir. Wende! Tatsache. Aber vielleicht hätte ich das gar nicht in meiner Community gemacht, sondern ganz alleine. Weil ich gut bin und das alleine hinkriege. Wieso schießt du denn nicht, Link? Gott, hast du mich erschreckt? Da hatte gerade der Spawn hinter mir, aber es war nur Minero. Okay, er spawnt doch hinter mir. Jinx again.
Und wir hauen ihn mit einem Stein, ich glaube nicht. Hauen wir ihn lieber mit einem Stock. So, ja, jetzt kann ich das benutzen. Ist das ein Einhandschwert? Einhandschwert hätte ich gerne. Einhandschwert hätte ich nicht so gerne. Aua. Irgendwie, wieso sieht eigentlich Phantom Ganon so ganz anders aus als der Ganondorf in dem Spiel? Weil der ist ja eher so schlank. Und aber eigentlich ist der mehr so bulky. Okay, was sortieren wir aus? Ich glaube, wir sortieren den Stock aus. Und Bogen. Den Zweierbogen. Oh, irgendwann habe ich nur noch Dämonenbögen, wenn das so weitergeht. Ah, Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Eigentlich wollte ich doch nur zum gelben Punkt. Wir können Glasstellen viel und sagen, es wäre nicht gestellt. Können mir vorstellen, dass sie mitbekommen haben, dass Papa Platte gar nicht wusste. Gar nichts wusste und die das mitbekommen ausgenutzt haben. Wie, der wusste gar nichts. Ich dachte, die haben das gelöst. Streamt und gar nichts davon wusste. Der Satz ist untergegangen. Und ich bin gerade im Matsch untergegangen, weil ich in den Chat geguckt habe. Was? Das kann sein. Aber die Million hat die Person halt trotzdem. Okay. Bleibst du hier. Ich glaube, ich hatte noch nie einen männlichen Hirsch bisher. Ich glaube, immer nur Weibchen. Und du kommst jetzt nicht darüber, oder? Ja, toll. Das war ein kurzer Spaß. Das war ein wirklich kurzer Spaß. Noch einer in der Nähe. Okay. Wir bescheißen wieder. Tja, hier vermutlich. Echt? Der ist hier? Neben dem Turm. Und wir haben den nicht gefunden. Das heißt, ich müsste jetzt da hoch zum Turm. Ah, das ist so viel zu klettern. Will man das? Wir wechseln die Kleidung. Übrigens fehlen uns noch viele Kleidungsstücke. Wie gesagt, so Kopfbedeckungen fehlen echt viele. Der war nicht involviert und die haben es genutzt. Schreiben kann er. Wer war nicht involviert? Der Zuschauer? Ich glaube irgendwie, dass ich falsch gehe gerade. Lost. Ja, aber das liegt nicht an mir. Das liegt daran, dass ihr das nicht gut erklärt, bin ich der Meinung. Papa Platte war nicht involviert. Das verstehe ich nicht. Der hat doch das Rätsel gelöst. Das habt ihr doch jetzt gesagt. Wie kann der denn nicht in seinem Rätsellösen involviert sein? Macht doch gar keinen Sinn, was ihr erzählt. Ist das eine Höhle? Ich glaube.
Schleichweg im Turana-Hochland. Okay, hier war ich schon. Das ist eine Ramdas-Höhle. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Ramdas Schatz schon habe. Und da ich das nicht weiß, untersuchen wir hier jetzt mal ein bisschen. Weil es kann sein, hier war ich schon mal und wusste noch gar nicht, dass es Ramdas-Schätze gibt. Hallo. Falsche Waffe, falsche Waffe. Unnützes Schild Nummer 583. Ich muss es nehmen, weil wir haben das noch nicht fotografiert. Oder ist eigentlich niemandem, dass nur die Waffen angefressen wurden? Eigentlich ein echt hübsches Schild. Und nicht die Schilde? Der Zuschauer hingegen wusste genau, dass er das Geld bekommt und dass die haben den Streamer als Infoquelle für die Koordinaten vorgeschoben. Das macht doch auch keinen Sinn. So konnte er sagen, hab den Stream geschaut und gemerkt, dass ich nur 10 Minuten weit weg wohne. Ja, aber das müsste ja heißen, die haben den Stream geguckt und wussten, dass der das Rätsel löst, oder wie? Das finde ich auch ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt. Scheiß nasse Höhlen! Oh, ich erinnere mich an die Höhle. Da haben wir das Wasser ablaufen lassen. Und ja, ich glaube, da haben wir Ramdas Schatz auch schon geholt, tatsächlich. Ja. Aber wenn nicht, wo wäre er denn? Hier, okay. Hier war er, alles klar. Okay, wir steigen auf. Wieso? Die beiden sind doch nicht dumm und wissen, wie das Internet funktioniert. Die müssen ja mit ihrem ganzen Team nur warten, bis sie einen finden, der das zum Beispiel öffentlich löst und schon haben sie ein Alibi für den bereits feststehenden Gewinner. Hier ist eine Höhle über der Höhle. Okay, auch gut. Ich bin jetzt von der unteren Höhle in die obere Höhle rein. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Aber, also wie viel Zeit war denn da dazwischen? Also zwischen dem Lösen können wir das lassen. Und dann dem Dude, der das abgeholt hat. Thank you.
ist auch eine komische Höhle hier. Kuckuck. Ah, jetzt habe ich zum ersten Mal das Gesicht so richtig gesehen. Die hat auch so zwei Gesichter. Man gar nicht so richtig. Eigentlich schon verschickt, die Viecher. Aber ich wollte da hoch. Na, komm her. Weil da war so ein Ding, wo es aussah, könnte man da oder sollte man da noch mal hoch, das da. Komme ich jetzt natürlich auch nicht ran, okay. Okay, dann nicht. Hätte es keine rechtzeitig geschafft, hätten sie irgendwann bekannt gegeben, ja, das ist ja die Siegerin. Hä? Wie? Wenn es keiner geschafft hätte, wer wäre dann der Sieger? Aber ja, also wie viel Zeit verging denn da dazwischen? Zwischen dem Rätsel lösen und dem Finden? Okay, das finde ich jetzt seltsam. Ist doch in der Höhle drin. Jetzt ist die Markierung wieder weg. So, einfach aus Frust. Oh Gott. Die schreckt mich hier aber auch schon alles. Tiefe, noch tiefe, okay. Leuchtet das hübsch. Ich verstehe nur den Sensor gerade so überhaupt nicht. Sehe ich ja auch nichts.
Das gesehen. I. Sachenrunde. Ah, Matsch, Matsch, Matsch. Pfui. Nicht mal richtige Schuhe an. Pfui. Irgendwie sind mir das gerade zu viele von denen. Ah, so direkt ins Gesicht gespuckt. Okay. Direkt. Ich vermute nicht viel, wenn es vorhin passiert ist. Es ist vorhin passiert, okay. Aber dann müsste ja von Joko und Klaas jemand bei Papa Platte zugucken. Zufällig. Oder wie? Waren mehrere Rätsel, die täglich kamen. Das letzte war da, weiß nicht genau wann. Okay, das hört sich für mich schon sinnvoller an, weil dann haben die gesehen, aha, der löst das. Das kann ich mir jetzt eher vorstellen. Okay, was geht hier ab? Fancy Dragon Party? Sind die Mädels? Mädelsnacht. So. Ich glaube, das Bild hänge ich in den Stall. Muss ich auch wieder Rätsel lösen. Die Entschlossenheit niedergeschrieben von Sidon, Prinz der Soras. In grauer Vergangenheit machte die Landschaft von Ranel teils sanfte, teils dramatische Veränderungen durch. An der Spitze der Berge fingen sich Wolken und entluden ihre Regenlast in die Tiefen der Täler. Die Wassermassen vereinigten sich zum Zora-Fluss, stürzten als Wasserfälle hinab und nährten den Sumpf von Ranel. Unsere Zora-Vorfahren waren stets nomadisch dem Wasser gefolgt. Sie verwunderte es nicht, dass sie so verwundert es nicht, dass sie gerade an diesem Ort schließlich sesshaft wurde. Mit dem edlen Gestein der Ranelberge wurde ebenso elegante wie beständige Gebäude errichtet. Die Siedlung entstand in Harmonie mit dem vorhandenen Wasser, sodass sie bald als Dorf des Wassers bekannt wurde. Egal an welcher Stelle des Dorfes man die Ohren spitzte, konnte man stets ein sanftes Rauschen vernehmen. Bla! Das friedvolle Geräusch segnete gleichwohl das Leben der Zoras und wurde dem Wahrzeichen ihres Glücks. Wie es mir als Mitglied der Königsfamilie obliegt, leiste ich Sidon diesen heiligen Schwur. Ich werde den Frieden bewahren, auf dass unser Dorf der Zoras niemals von seinem sanften Rauschen verlassen werde. Juckt! Das ist ja alles nett, aber das hätte man können in Kürze fassen. Ich habe jetzt einfach den Schrein halt nicht gefunden, oder wie? Was soll das? Wird er noch mein? He didn't say that he wants to be called Stannis Free. I don't think he said that. I really don't think so. Die haben doch ein Riesenteam. Ja, trotzdem. Du kannst ja nicht bei jedem Streamer reingucken. Ich meine, die wussten ja vermutlich nicht mal, dass der das vorhat. Das heißt, die müssten random auf gut Glück in den Stream gehen und gucken, ob die das lösen. Oder sie haben es von Anfang an abgesprochen. Ja, das vielleicht. Drei und ja, dann die. Irgendwie, ich weiß auch nicht, das hier ist echt.
Nur noch ein Gerolllaufen, der Weg hier. Oh, der arme Fuchs. Fang den Schleim. Larsbrücke. Da unten ist noch so ein Ding. Muss ich das auch lesen? Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt gerade vor oder wieder zurückgehe. Oh je, oh je. Okay, das wollte ich nicht, aber das ist auch recht. Das wollte ich gar nicht. 20:15 Uhr wurde das letzte Rätsel präsentiert. What? 20:40 Uhr wurde der Gewinner abgeholt. Ist heute Abend um 23:15 Uhr im Fernsehen. Papa Blatte wurde von Klaas angerufen und wird online zugeschaltet. Okay. 23:15 Uhr. Okay. Und wo bei ProSieben? Ich habe doch gar kein Free TV. Muss ich das irgendwie online gucken? Hört sich zumindest mal sehr strange an. Alles. Und was waren das jetzt für Rätsel? Hättet ihr die auch gelöst gekriegt? Aber ich meine, auch wenn es ein abgekartetes Spiel war, bringt es zumindestens Publicity. Und bei Papa Blatt im Stream, ja, okay. I would have lied to you. I would never lie to you. That is a lie. And that makes me really sad. Auf der Zoras. Wir sind endlich bei den Zoras. Fürs Erste. Margot Wackerschrein. Na, na, was? Wieso habe ich diesen Bandschrein nicht gefunden? Der muss doch da irgendwo sein. Von Schlamm befreien. Ich muss nicht von Schlamm befreit werden. Wieso überhaupt? Wasserkraft. Ja, das passt ja. Wieso muss ich mich überhaupt von Schlamm befreien? Weil ich bin jetzt mir mal durchgelatscht und da ist ja gar nichts passiert. Ja. Und wie habt ihr das denn jetzt überhaupt wieder so schnell mitbekommen? Habt ihr das geguckt? Wasserkraft. Gecheckt. Das ist eine sich auffüllende Batterie. Wie witzig. Wie witzig ist das denn? Wo machen wir die jetzt ran? Okay. Da hätte ich vielleicht jetzt noch drauf sollen. Müssen wir warten, bis sie wieder leer ist, vermutlich. Oder muss ich sie da drauf stellen? Vermutlich muss ich sie da drauf stellen. Ja. Oder er ist hier, weil hier ist die Kiste. Okay.
It's not a lie, it is. Bei einem Rätsel saßen sie sich gegenüber. Einer hatte einen Donut auf dem Teller, der andere eine Laugenstange. Ab und an kam ein Kameraschwenk. Und die haben teilweise ihr Essen vertauscht. Okay. Und was genau war jetzt das Rätsel an der Sache? Donut, Laugenstange. What did I do to deserve this? You lied to me. Many, many times. Aber jetzt ist das Wasser unter Strom. Dann komme ich da noch rüber. Ah. Ach, scheiße, jetzt ist die Batterie leer. Okay, ach, Mist. Das muss schneller gehen, okay. Oh, ist das anstrengend. Sag du es mir. Also das ist jetzt was, wo ich die Koordinate rausfinden soll, oder wie? Das ist ein Rätsel, bei dem ich jetzt irgendeine Koordinate rausfinden soll. Das verstehe ich nicht. Überlegen wir mal, die saßen sich gegenüber. Einer hat den Donut. Einer hatte eine Laugenstange. Vielleicht ist das ein Binärcode. 0 für ist der Donut und 1 ist die Laugenstange. Aber auch dann, wie kriegt man da eine Koordinate raus? Und wie haben die sich genau angeguckt? Hatte das vielleicht eine Bedeutung, wie die sich angeguckt haben? Hier ist noch kein Zeichen dran. Auch kein Kistenzeichen. Das heißt, hier muss es noch eine Kiste geben. Mindestens eine. Sieben. Sieben war die Lösung. Vielleicht, wie oft die gewechselt haben. Also wie oft die hin und her gewechselt haben, die Laugenstange und die Donut. Da kam ein Lösungswort raus. Da kam ein Lösungswort raus. Lol, 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 kam da bestimmt raus. Die Laugenstange für L und der Donut für O. Sage ich jetzt einfach mal. So, jetzt sind wir hier. Aber es fehlt eine Kiste oder zwei. Sieht irgendwer irgendwo eine Kiste? Komm, wir gehen wieder. Wenn ich die Kiste nicht finde, dann gehen wir wieder. Ja, das ist doch kein... Kein Kistenzeichen. Peter, vielen Dank für deine 10 Euro. Danke, das ist sehr lieb. Vielen Dank. Ich wollte noch... Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte das Donation Goal reinmachen, habe ich nicht gemacht. Habe ich einfach nicht gemacht, unglaublich. Das wollte ich doch noch reinmachen. Da kommt das drauf. Waren aber nur Zahlen. Kamera, Kamera! Was ist los mit der Kamera? Moment, jetzt habt ihr gar nicht mein freudiges Gesicht gesehen.
01 01 000. Ja, genau. Hallo. Oh nein, sie ist tot. Ich bin tot. Jetzt muss ich wieder gucken, welches war das Kabel von der Kamera. Das da. Das hinterste. Ihr merkt euch bitte. Das hinterste ist das Kabel von der Kamera. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Das war bei der alten Cam eigentlich eher das Problem. Dass die sich öfters abgeschalten hat. Ah, okay, ich dachte mir. Dachte mir schon. Ja, wie sieht's aus? Hier, okay, kommt wieder. Großer Zauberstab. Den kein Mensch braucht. Den lassen wir gleich hier. So. Jetzt. Deswegen muss ich jetzt ernsthaft noch mal hierher. Okay. Hier kommt dann Weihnachten. Ach. Und Postfach wollte ich auch noch machen. Vielleicht mache ich ein Postfach. An Weihnachten. Aber es ist wirklich... Also vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr. Aber ihr wisst, ihr müsst das nicht machen bei mir. Dran pusten. Pusten? Was war jetzt denn das Lösungswort? Sagt mal. Wisst ihr das? Der Binärcode war aber vorgegeben und er gab nur Zahlen. Aber es war ein Binärcode. Aha. Guckt mal, so schlecht bin ich gar nicht. Ich werde drauf kommen, dass es ein Binärcode ist. Leute, ich bin jetzt schon ein bisschen stolz auf mich. Das wäre dann so, Struggle möchte Rätsel live im Stream lösen, um allen zu beweisen, wie gut sie Rätsel lösen kann. Kann es aber nicht machen, aus Angst, dass ihr jemand die Millionen wegnimmt. So wäre das. Binär Deck Hex ASCII Unicode Tabelle. Ja, das weiß ich nicht. Aber die würde ich ja irgendwo finden, bestimmt. Ich muss den Binärcode noch in ASCII kodieren. Dann kam Apache raus. Apache. Okay. Sup, folks. Hey, Seth. How are you? Welcome to the stream. Wieso ist hier alles so ekelhaft? Ihr habt braunes Wasser. Ja, der wollte nicht rein, oder? Glaube auch. Was hast denn du hier schönes im Angebot? Hm? Du möchtest etwas kaufen? Ja, bitte. Jetzt? Dafür ist wirklich nicht die Zeit. Außerdem haben wir keine einzige Wasserprobe. Achso, da vorne stehen Leute. Ich glaube, da steht Seiden. Wollt ihr aber was kaufen? Na gut. Gut, dann mache ich halt erst die. Sorry. Boah. Also das gegessen. Der Stamm ist in meine Kiemen gekommen. Okay. Die Statue der Hoffnung ist auch voller Schlamm. Boah. Tatsache. Wie lange müssen wir uns mit diesem Kataklysmus herumschlagen? Also wirklich, ue. Also ich habe gerade gelesen, ihr seid Nomaden, dann zieht doch dem Wasser hinterher. Das nicht sei denn. Wer ist das denn? Es tut mir so leid. Alle Opfer sind nun behandelt, doch dabei haben wir all unsere Wasserfrüchte aufgebraucht. Vielen ging es schlimmer, als wir erwartet hatten. Ich bin untröstlich. Entschuldigt euch nicht. Ihr habt das Richtige getan. Das Wohlbefinden der Dorfbewohner ist das Allerwichtigste. Wieso sieht der so anders aus, der Grüne? Wenn wir nur noch die Statue irgendwie säubern könnten. Na nö. Das ist eher so ein Rochen. Okay. Bist du zu Besuch im Dorf? Verzeih, dass wir dich nicht gegrüßt haben. Wir waren ganz ins Gespräch vertieft. Das Dorf der Zoras leidet derzeit nämlich unvorstellbar aufgrund des Schlamms, der sich vom Himmel auf uns ergießt. Müsste ich den kennen? Hat man den schon mal gesehen? Ich glaube nicht.
Fürs Erste konnten wir die Lage in den Griff bekommen, doch das Dorf ist nach wie vor furchtbar verschmutzt. So wie diese wundervolle Statue. Ach, und dabei ist sie den Dorfbewohnern doch so lieb und teuer. Bist du ein Auswärtiger, Zora? Wir suchen gerade flossenringend nach einer Möglichkeit, den Schlamm fortzuspülen. Ich weiß, wo das hinführt. Leider können wir dir derzeit nicht die gebührende Gastlichkeit entgegenbringen, doch sei herzlich bei uns willkommen. Bedeckt von Schlamm. Warte doch einfach, bis es regnet, wie wär's? War da nicht mal eine Statue von Mifa? Der Schlamm! Ach, die ist hinten drauf, oder wie? Oder was? Hä? Du warst es, der die Statue vom Schlamm befreit hat, nicht wahr? Ja, ihr standet daneben und habt zugeguckt. Diese Statue ist für das Dorf der Zoras das Symbol einer neuen Hoffnung. Danke, dass du bei seiner Säuberung so fleißig mitgeholfen hast. Ich hab das ganz allein gemacht. Diese Statue, musst du wissen, sie stellt zwei heldenhafte Seelen dar, die das Dorf einst aus höchster Not retteten. Ah, das bin ich! Ganz recht, Zylon-Prinz der Zoras und Ritter Link. Den unbeugsamen hylianischen Schwertkämpfer, das bin ich. Was für ein großartiger Kämpfer. Ich würde ihn nur zu gerne eines Tages einmal treffen. Okay, und ihr habt mich vergessen. Aber ich muss schon sagen, du hast geradezu denselben Körperbau wie die Statue und die Augen ähneln sich auch. Und Hyliano bist du ebenfalls. Ein Schwertkämpfer. Nein, unmöglich. Völlig ausgeschlossen. Bist du etwa? Das bin ich. Du bist tatsächlich der Link? Ahem, vergiss nicht deine Manieren, Hifumi. Huch, Verzeihung, wollte nicht so über dich herfallen. Ja, bitte verzeih uns. Was für eine Überraschung, dass du Link bist, der viel besungene Schwertkämpfer. Ich find's eher überraschend, dass mich hier alle vergessen haben. Ich habe seit meiner Ankunft hier im Dorf fast jeden Tag Geschichten über dich gehört. Okay, du bist entschuldigt, du bist wohl noch nicht so lange da. Ich bin Prinz Sidons Verlobte. Ach so, anscheinend seid ihr ja gute Freunde. Ach so, du bist ein Mädchen, Entschuldigung. Ich heiße Jona, freut mich sehr. Hallo, Jona. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen, lieber Link. Zora, Prinzessin aus der Ferne, deshalb sieht die auch anders aus. Okay, alles klar. Alle sagten, du seist zusammen mit Prinzessin Zelda verschollen. Darf ich fragen, was dich hierher verschlägt? So etwas Furchtbares und das gleich unter Schloss Hyrule. Und nun reist du umher, um die Sache zu ergründen? Ihr seid also hier ins Dorf gekommen, weil ihr vermutet, Prinzessin Zelda könnte sich hier befinden. Eigentlich bin ich ziemlich sicher, dass sie nicht hier ist. Schau dich bitte überall um, egal wo, das ganze Dorf steht dir offen. Oh, da kommt mir eine Idee. Du solltest mit Prinz Sidon sprechen. Er wird regelmäßig... Er wird völlig außer Rand und Band geraten, wenn er dich wieder sieht. Da bin ich mir ganz sicher. Prinz Sidon hält sich im Moment an Mifas Stätte auf der Spitze des Donnerhorns auf. Da suppt es ordentlich runter, wie es aussieht. Schön. Werte Jona, es ist Zeit. Oh, es tut mir leid, aber ich muss leider fort. Ach so, aber falls es dir nichts ausmacht, hätte ich noch eine weitere Bitte an dich. Könntest du nach deinem Treffen mit Prinz Sidon zu mir ins Krankenbad auf der Ebene über uns kommen? Nach dem Treffen, okay. Möglicherweise kann ich noch etwas für dich tun, Link. So kann ich nicht jetzt hingehen und dann zu Seiten? Wieso muss ich jetzt da hoch und dann wieder runter? Seiden aus dem Dorf der Zoras. Jona wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Jona, okay, wo hat er die denn aufgegabelt? Ich glaube, das sind nur gelbe Fliegen. Ich glaube nicht. Hab das Game immer noch nicht ausgefangen. What? Das ist ja furchtbar. Okay, doch nicht. Nicht. Oh, bei sein, es war eine fancy Idee. Grow up so fast. True. True. It feels kind of strange. Man, der putzt mit dem Mob.
But I actually, I don't know how old Sidon is. I mean, he must be very old, right? Da spielen die Kinder. Wo ist denn das Krankenbad? Wo ist König Zora überhaupt? Fragen über Fragen. Und wie gehe ich jetzt am ungeschicktesten da hoch? Wenn ich doch nur den Wasserfall hoch könnte. Wenn Link nicht seine ganze Kleidung verlegt hätte. Das wäre schön. Da steht wir. Mit einem komischen Hut. Wasserfall. Ach nee, das ist die Floss. Das war die Floss. Ah, du bist es. Einfach unglaublich. Wie du die Statue von Schlamm reingewaschen hast. Sollten deine Kiemen, nein, du bist ein Hylianer und verwendest deine Nase, oder? Egal, sollte irgendwas bei dir verstopft sein, wasch dich einfach in dem klaren Wasser des Wasserfalls dort. Dürft nicht überraschen, dass dies der, das Wasser ist, das Prinz Sidon bei Mifas Städte flussaufwärts gereinigt hat. Wenn man bedenkt, wie eigensinnig Prinz Sidon sein konnte und wie bezonnen er nun mit dem Schlamm umgeht. Man sagt nicht umsonst, dass schnelle Wasser starke Fische hervorbringen. Umsonst. Ah, yeah, they do have a long lifespan, definitely over 100 years, so yeah. So, well, I think it's okay, he finally found someone. I guess. Aber ja, wie gesagt, das mit dem Schlamm check ich immer noch nicht ganz. Da passiert doch gar nichts, wenn ich da durchlaufe. Komm, wir probieren das jetzt mal. Richtig. Nee. Nichts passiert. Okay. Dann mal die glatte Wand hoch. Wassermarsch! Wassermarsch! I have a wobbly cam tonight. I don't know what the problem is. I'm very sorry. But it's kind of funny too. Eine Blume. Bin echt schlecht im Blumen finden. Ja. Okay, es scheint ein Bandschrein in der Nähe zu sein. Das finde ich sehr nett. Das heißt, ich kann mich hoch und runter teleportieren. Ach, okay. Entschuldigung. Herr Kröte. Hier einfach alles abgebrochen ist. Das ist ja furchtbar. Und auf dich habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Können wir den einfach da lassen? Oh! Habe ich jetzt ernsthaft nicht gesehen. Bin halt schon echt blind wie ein Maulwurf. Reminds me, when my ping is at 300. What? With my cam? Ist das eine Höhle? Ja. William Donovan. Komm schon, Link, ich will da hoch. Ah, das ist eine Höhle in der Höhle.
Caveception. Okay. Dann halt so. Also das lassen, danke. Okay, ich habe aber gesehen, pass auf, irgendwo war da ein Speer. So ein, ich bin eine Ramdas-Höhle-Speer war da irgendwo. Genau gesehen, wo war er jetzt? Okay, ich bin mir sicher, ich habe es genau gesehen, eigentlich. Wir ziehen wieder das hässliche Kostüm an. Rutschen. Tatam, tatam. Und was glaubt ihr, was ist drin? Bin schon gespannt. Kleiderkorbtuch! Das finde ich sehr schön. Haben wir jetzt das volle Set? Das finde ich sehr schön. Sind wir jetzt Meisterkletterer? Moment, Moment, die hätte ich noch gerne gerade. So, da ist der Schrein. Da steht, glaube ich, Seiden, aber wir... Ah! Wir gehen nicht da rein. Vielleicht gehen wir da rein. Okay. Oh, wenn das nicht geklappt hätte, dann. Was wäre dann? Der Matschschrein. Kein Segensschrein. No. In der Schwebe, okay. Und was machen wir hier in der Schwebe? Nichts. Ihr schreit, wenn ihr eine Kiste seht. Okay, das war das erste Rätsel, okay. Okay.
Den falschen Knopf gedrückt. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig ist, wie ich das mache, aber mir fällt nichts Besseres ein. They definitely took a page from Super Mario Sunshine with all that slime. They did? Actually, I never played Super Mario Sunshine. So I wouldn't know. Alle diese Nebel! Ich sehe da kaum was. Das denn so gewollt? Und jetzt komme ich nicht hier rüber. Ah. Okay, ich muss das anders verbinden. Wenn ich das jetzt runterfallen lassen würde, was würde dann passieren? So, ist das so gedacht? Ja, dann muss ich aufgehen und kann den schönen Stream nicht weiterschauen. Alles gut. Ich wünsche eine gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Peter, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und für die Donation. Dankeschön. Einen guten Start in den Mittwoch. Wir erzählen dir dann, was bei Papa Platte passiert ist. Was ist das? Noch keine Kiste entdeckt. Da oben ist sie, okay. Was ist das für ein Ding? Achso, das ist eine schräge Platte, okay. Guck mal, die hängen einfach so in der Luft. Und wenn ich sie anfasse, dann sind sie auf einmal nicht mehr schräg. Tja, Holzbeile sind immer gut. Ich meine, das ist ein bisschen wenig für den Schrein, finde ich, aber okay. Also, ich muss den da darüber kriegen. Ah, ich habe hier einen Schalter. Der vermutlich dieses Teil vor. Oh, ja, okay, alles klar. Aber so einfach wird es jetzt nicht sein, vermutlich. Ja, okay. Wobei ich mich frage, ob ich das überhaupt rüberschießen muss. Weil eigentlich könnten wir das ja auch übertragen, oder? Eigentlich. Reicht sowieso nicht.
Ja, okay. Glaube, dann machen wir das anders. Okay, ich wollte es nicht in die Mitte, aber gut, wenn es nicht anders geht. Oh! Was soll das? Wieso ist das jetzt gerade so abgesagt? Reicht das schon? Ich glaube ja. Okay, perfekt. Wer schleudert das denn hier rüber? Menschen, die physikalisch begabter sind als ich. Tschüss. Plum. TG, thank you, Sad. Thank you so much. O Besucher des Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Segenslicht.